So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir hier unsere Liste vervollständigt. Aktuell ist hier nichts Neues. Ich kann kurz aktualisieren. Ihr seht, nichts Neues. Deswegen werden wir jetzt uns wieder auf den Weg machen nach Abschlussrate sortiert. Schwierig, also Expert-Level zu machen. Und ich hätte sie ganz gerne natürlich alle. Ach, ich kann nicht Deutschland einstellen. Das ist ja doof. Ach so, doch. Eigene Region wahrscheinlich dann. Aus meiner Region. Mal gucken, was kommt. Hall of Scare. Vom 25.04. Ghost House Level for my Super World. Warning, very spoopy. Ja, let's go. Hall of Scare. Chill. Da brauche ich einen P-Switch. Hier passiert gar nichts. Okay, der Block könnte mich irgendwann zerquetschen. Ah ne, den brauche ich, um hier drüber zu kommen. Oh. Oder auch nicht. Okay, jetzt... Ich wollte gerade sagen, jetzt passiert irgendwas. Okay, bis dahin kann ich durchrennen. Hallo? Ach, das geht von selbst. Zeitlich oder wie? Auch in Ordnung. Das war nicht so gut. Ups. Das war nicht so gut. Ja, ich muss einfach warten. Okay. Jetzt kommt der Abschnitt. Jetzt kommt der Abschnitt. Aber irgendwo muss ich einen Schlüssel herbekommen. Hi. Ich habe mir schon gedacht, ne? Hier sind da so viele Lücken und natürlich fallen dann da Sachen runter jetzt. Der Swarm kam nach der P-Switch-Tür, richtig? Ja, der kam nach der P-Switch-Tür. Der bleibt jetzt da, aber tut nicht. Wait, der kommt hier durch. Das ist ja auch interessant. Der ist einfach durch. Ach ja, klar, es war ja One Way. Jetzt sehe ich den aber nicht mehr, ne? Okay. So, wann kam der Swamp nach der P-Switch-Tür? Also hier muss ich jetzt irgendwo runter. Da. Ich habe aber immer noch keinen Schlüssel. Da muss ich wohl noch... Ah, der Swamp könnte jetzt aber zum Beispiel den Typen gekillt haben. Muss ich da hinterher? Ach, fuck.
Das wäre möglich, dass der Swamp den killt, ich hinterher muss und dann kriege ich den Schlüssel. Also nochmal. Na, ich... Nach der Peacewitch-Tür kommt die Lücke. Da hätte ich es fast verpasst. Muss ich warten, bis der kommt eigentlich, oder sehe ich den auch so? Okay, er ist gespawnt. Das ist wichtig. Mehr brauche ich nicht. So, hier ist die Lücke. Jetzt gehen wir dem hinterher. Ah, er hat ihn gekillt, aber er hat nichts gebracht, ne? Ja, wo kriegt den Schlüssel her? Oder den P-Switch vielleicht auch als erstes. Das kann ja auch sein. Weil ich komme hier nirgends durch. Jetzt ist er wieder da. Hat der Swamp den jetzt gar nicht gekillt? Der muss hier drin in dem Block gekillt werden. Kann das sein? Kann der hier runterfallen? Ah, ich muss den... Ich hab's verstanden. Ich muss den killen. Ich hab's verstanden. Ich wollte das sagen. Ich kann den ja gar nicht killen. Doch, kann ich. Ich hab's gecheckt. Ist okay. Jetzt kann ich da runterschubsen. Und dann wird er zerquetscht. Oh nein! Es ist so ein Schlüssel. Das macht das etwas unangenehmer. Okay. Aber gut zu wissen, wo die Maske dann kommt. Ich muss nur kurz beim Swamp stoppen und dann komme ich hier durch. Dann komme ich bis zu der Tür hier schon mal hin. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal die Lücke zu erwischen. Dankeschön. Und jetzt einfach nur noch in die Tür. Gut. What now? Okay. Hi. Ja gut, wenn ich hier jetzt drücke. Hi. Oh nein. Ah, ich verstehe, wo ich bin. Ich verstehe, wo ich bin. Okay. Alles klar. Verstanden. Das ist der gleiche Raum. Und dann läuft man vor bis zur P-Switch-Tür.
Allerdings kann da noch irgendwas anderes passieren in der Zwischenzeit. Eine von den Lücken könnte noch was beinhalten. Was man jetzt noch nicht weiß. Das wäre natürlich möglich. So gut, ne? Ne, da ist die Pieselstür. Okay, wo bin ich jetzt? Da kommt ein Swamp von rechts. Das hat mit dem Raum jetzt aber nichts mehr zu tun. Das ist ein neuer Raum. Ja. Ich hoffe, das Level geht nicht noch allzu lang, weil sonst breche ich es ab. Immer wieder nur raten, was jetzt als nächstes passiert, ist absolut beschissenes Level-Design. Mann, it's... Dieser Anfang hier ist auch dumm, dass man warten muss. Das ist kompletter Blödsinn. Wozu? Wozu? Ganz ehrlich, wozu? Als die Tür da. Nein! Oh, ich hasse alles. Wieso ist da eine Bombe unterwegs? Wahrscheinlich. Ah, das ist die Bombe hier, die hier gebraucht wird. Die kennt. Ach, jetzt!
Also du musst wirklich recht schnell vorrennen. Sonst ist die Tür zu. So, und jetzt kommt hier ein Swamp. Kommt der zurück? Okay, dann ist da eine Wand. Und es löst ihn sofort wieder aus. Wieso zerstört er die nicht? Das ist jetzt nicht gut. Aber jetzt löse ich den gleich wieder aus. Ja, dann muss ich die... Hä? Dann muss ich in die andere Richtung. Oder muss ich hinterher und sehen, wie er sie zerstört? Wahrscheinlich muss ich das machen. Okay, ich kann ihm ja hinterher. Ich habe jetzt ja gesehen, was da kommt. Ich kann ihm ja hinterher. Das ist ja nicht das Problem. So eine dämliche Stelle. Das hier soweit finde ich ja alles coole Ideen, ne? Das hier finde ich coole Ideen, aber Sachen, wo man sofort stirbt, wenn man es nicht sofort erkennt, was passiert, die, das ist dumm. Das ist nicht schön. Ne, bei dem Lasertyp hast du halt noch eine Chance auszubrechen. Aber so einen Swamp weißt du halt vorher einfach nicht. Das macht's halt dann dumm. Das macht's halt dann richtig dumm. Weiß nicht. Okay. Okay, nein. Nein. Das ist mir zu viel Rumraterei. Und mittlerweile hat es einer abgeschlossen. Okay. Damit hat sich das erledigt. Hardcore Parkour. Puzzle of the Frozen Cave. Von Pilzsuppe. Das klingt doch schön. Was ist da unten drin? Okay. Hier könnte ich rein. Jetzt nichts gebracht. Nee, damit habe ich nichts gewonnen. Okay. Was ist denn überhaupt mein Ziel? Okay. Thank you.
Es muss im Prinzip nur zweimal dann auf ausgelöst werden, dann haut's das Ding runter, dann kann ich hier ins Ziel. So wird der halt nicht ausgelöst. An den könnte ich einfach rankommen, oder? Yo. Den komme ich einfach ran. Ah! Da oben komme ich rein, okay. Hier runter. Ach so, der Bu hängt im Mancha fest. Ah, das ist auch cool. I see. Das war nicht, was ich wollte. Kann ich den nicht hochwerfen? Hä? Kann man den nicht hochwerfen? Na? Das war die falsche Richtung jetzt. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, jetzt ist es zu spät, ne? Ah, das habe ich jetzt versaut. Nein! Da ist er oben. Ja, das reicht aus. Perfekt. Haben wir einmal ausgelöst. Ich meine, der liegt hier richtig dumm jetzt, der Mancha. Ich weiß. Aber ich habe es jetzt einmal ausgelöst. Und jetzt müsste ich praktisch noch den On-Off hier einmal auslösen. Nicht mehr zurück, wenn ich das. Also ich muss es irgendwie so hinkriegen. Also ich denke, ich werde es garantiert nicht die intended Lösung finden. Ich werde einfach eine Lösung für mich finden, die ziemlich gut funktionieren wird. Ah, der muss erstmal, ja. Reihenfolge. Alles klar. So. Kann ich den noch ein bisschen bewegen hier? Ah, noch ein bisschen. Okay. So. Das war Nummer 1. Na. Na. So, hier ist Nummer 2 drin. Du verziehst dich jetzt mal und gehst mir nicht auf den Keks. Nein! Alles, was ich nicht wollte, ist ihn aufsetzen. Ja, das war's. Mist. Was ist eigentlich hier drin?
Na, jetzt. Ja, so finde ich es auch raus. Wait, da ist eine Bombe drin. Oh no. Hä, lol? Achso, aber es explodiert die jetzt nicht, ne? Wieso ist die vorne explodiert? Ach, ich dumm. Moment. Okay. Erstmal den Pilz. Nein, den will ich noch gar nicht. Den will ich eigentlich noch gar nicht. Das ist egal eigentlich. Trifft er die jetzt? Nee. Ah, ärgerlich. Okay. Oh no! Okay. Wie ist die vorhin zur Explosion gekommen? Die kam ja zur Explosion. Habe ich die Reihenfolge anders gemacht beim Auslösen? Er trifft die halt nicht. Oh no! Das war nicht so gut. Oder habe ich sie auch ausgelöst? Weiß es nur nicht mehr. Ah, so komme ich nicht ran. Ich könnte da die Shell reinschicken, aber das ist auch nicht wirklich sinnig. Das ist eh kaputt, ich bin blöd. Oh no. Ich muss nur noch einen Weg finden, den On-Off hier auszulösen, das ist alles. Wait, wo ist die Shell hin? Hä, habe ich irgendwie Quatsch gemacht, dass die weg ist? Aber ich komme da ja nicht mehr raus. Also wenn ich da hingehe, komme ich nicht mehr raus. Das kann ich nicht bringen. Ich wollte eigentlich jetzt gucken, was da drin ist, ne? Dann machen wir es halt andersrum. Hab ich auch kein Problem mit. So. Aber das ändert ja jetzt nichts. Ne, das löst ja jetzt die Bombe trotzdem nicht aus. Aua.
Was natürlich doof ist. Wie löse ich die Bombe, wenn sie da drin ist, noch aus? Hat bestimmt irgendwas mit dem Feuer zu tun, aber ich habe das Feuer nicht in die Bombe reingesetzt. Also gleichzeitig nützt auch nichts. Oh no! Es geht einfach ganz knapp an ihr vorbei. Okay, got it. Ah, nee, ich hab's noch nicht gegottet. Weil jetzt komme ich wieder an dem Buh nicht vorbei. Doch komme ich. Aber macht er noch sein Zeug hier? Nee, der Pau ist jetzt raus, ne? Okay, das Zeug screent alles off. Alles klar. Da muss ich das in der Reihenfolge anders machen. Also du hier hin. Die Frage ist wieder, ich löse den vorher aus. Oh Himmel! Wie viel Pech kann man haben? Wow. Ich habe die Springboards genauso gelegt, dass die Shell mit einer Kettenreaktion... Oh mein Gott. Das muss man erstmal schaffen, ne? Das muss man erstmal schaffen. So. Ich wollte es doch nur stoppen. So. Nicht aufsetzen. Ich hau dich, wenn du die jetzt auf. Ich will sie ablegen, dafür drücke ich nach unten. Und dann legt er sie nicht ab, sondern setzt sie auf. Kann ich die nicht... absetzen ohne... Oh, meine Güte. Muss ich in der Luft dann nach unten drücken, um sie abzusetzen? Aha.
Halt. Da fehlt noch was. So, stopp. Kann ich jetzt irgendwie absetzen? Ja. Also in der Luft kann ich sie, okay. So, jetzt muss ich nur drüber kommen. Ohne sie auszulösen. Okay, gut, 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 gut. Soweit alles in Ordnung. Jetzt schmeißen wir den Powder rein. So. Jetzt läuft die Bombe da drauf rum. So. Jetzt lösen wir das Feuerchen aus. So. Und jetzt sorgen wir dafür, dass der Block da unten kaputt geht. Und dann läuft die Bombe da mehr rum und wird irgendwann vom Feuer ausgelöst. Jetzt nämlich. Und dann löst es den P-Switch einmal aus. Und wie wir den P-Switch das zweite Mal auslösen, haben wir schon gesehen. Den On-Off. Das zweite Mal auslösen haben wir schon gesehen. Nämlich indem wir einfach nicht sterben, indem wir hier einen Wandsprung ausführen. Sondern so. Mein Gott, ich glaube, das war sogar intended. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube, das war intended. Yes! Nice. Sehr schön. Sehr schön. Was hat Pilzsuppe denn noch so gebaut? Baut gerne Puzzle auf jeden Fall. Twilight Door Remastered. Null Prozent Level. Ah. Verstehe. Schade. Schade. Es war ein Versuch wert. Gut. Also schon mal Dings geholt. Damit käme ich schon mal an diese Münze hier ran. An die auch. Ah, okay. An die komme ich anders ran. Oh, fuck. Scheiße. Okay, das darf nicht passieren. Das sieht doch alles gar nicht so schlimm aus bisher. Was ist hier drin? Ein Fisch. Warum spricht denn immer in die Lücke rein? Oh wait, was ist hier eigentlich? Aktuell nichts. Da oben muss ich aber auch noch hin irgendwie. Hm.
Wait, was macht dieses Springboard da unten eigentlich? Okay, dass die kaputt gehen, ist sicherlich nicht so gut. Nützt mir der Fisch vielleicht sogar was am Ende? Ah, warte, fällt die vielleicht... Toll. Fällt die vielleicht runter, wenn ich... Nee, ist Quatsch, oder? Ja, ist Quatsch. Ah, cool, jetzt verliere ich natürlich gar nicht den Helm, wenn ich die so hole. Das geht auch. Ist das der Resettor? Ah, das ist gut zu wissen, dass das dann hier auftaucht. Da komme ich so an die Münze ran. Alles noch, da ist noch mehr Stuff. Okay, die bleiben jetzt, wenn ich die einmal ausgelöst habe. Oh, und dann, hä? Auch wenn ich die zu oft nutze, die Resettor. Ich darf die also gar nicht so oft nutzen. Ich darf also die Dinger hier kaputt machen. Das brauche ich für einmal, muss ich die Tür nutzen. Das ist schon mal safe. Komme ich irgendwie an dieses Springboard hier ran? Weil das ist irgendwie, ist es hier da und nützt mir nichts. Dafür ist halt die Ranke da. Aber die bringt mir das Springboard halt nicht. Also ich verstehe das Springboard hier überhaupt nicht. Ich glaube, ich verstehe das Springboard doch. Kann ich mit dem und in Kombination von dem irgendwie an die Münze da rankommen? Dass man irgendwie so, keine Ahnung. Die Münze ist nach wie vor ganz komisch. Es sieht so knapp aus. Hä? Ich habe die doch jetzt sogar berührt. Ist dafür vielleicht der Pau gedacht? Aber wenn ich den hier ins Stelle, kommt ja trotzdem nicht. Nee. Wait. Was ist, wenn ich das hier mache? So. Ah, kann ich aber jetzt von hier aus nicht sogar recht angenehm darüber springen? Nein? In die Hand nehmen. Lass es liegen. Lass es liegen. Lass es liegen. Okay. Ach, Mensch. Nice. Okay, die kriege ich auch. So. Es ist halt jetzt die Frage, wie ich den Pau opfern hier um. Wahrscheinlich schon.
lieber meinen Helm behalten. Komm mal hier hoch. Und jetzt halt die... Hey, ich komme hier gar nicht runter. Okay. So, jetzt gehe ich durch die Tür hier durch. Und darf dann jetzt... Huch, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Gut zu wissen, dass das da ist. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Hey, yo, wir sind fertig. Wofür ist der ganze Quatsch hier da? Dann sind die... Ich glaube, die Sachen da oben sind alle nur, dass die Mechanik funktioniert, wie sie funktioniert. Das war alles nicht notwendig. Okay. Ja, cool. War doch gar nicht so schlimm. Mehr Puzzle von Pilzsuppe. Oh, das ist schon geklärt. Das interessiert mich nicht. Das ist auch schon geklärt. Das ist auch schon geklärt. Klingt aber interessant. Bowser's Meat Grinder. Ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht noch. Level sieht aber cool aus bisher. Gefällt mir. Recht simpel noch. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Jetzt. Ah, schön, Checkpoint. Sehr gut. Nehme ich mit. Gefällt mir. Oh, du gefällst mir weniger. Da gehen wir mal ganz schnell durch. Das war dieses ganz schnell durch. Ah, jetzt ist natürlich der Pilz weg, den ich durch den Checkpoint bekommen hatte. Jetzt muss ich da ein bisschen vorsichtiger durch. Jetzt kriege ich hier einen neuen Pilz vielleicht mit der Zeit, ohne direkt getroffen zu... Oh mein Gott! Okay, wir rennen durch, alles cool. Alles easy. Oh, ich hab... Nice, das war's schon. Okay, cool. Cool, cool. Simples, schönes Level. Ja, würde ich doch sagen, dem Pilzsuppe-Typ folgen wir auch mal. Zack. Okay. Vielleicht spielen wir die anderen Puzzle auch noch irgendwann. Jetzt aber nicht. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwas Spannendes spontan zu finden gibt. Coca-Venture, find your way. Okay. Klingt ja fast wie Coco-Venture. Rätseltechnik. Oh wait, ist das ein Troll-Level? War nicht so gut. Ja, hier bräuchte ich den Propellerpilz jetzt nochmal. Aber dafür müsste dann oft da drüben anders sein. Nee, ich komme da nicht hoch. Keine Chance.
Wie kriege ich den On-Off an, das an der Stelle? Wait, der kann ja so bleiben. Ich muss ja nur da oben reinkommen. Ich muss ja nur in die Rinde. Ach, ich bin dumm. Ich bin ja in 3D World Land. Ich bin blöd. Alles gut, alles gut, alles gut. Das war nicht gut. Ich bin doof. Ach, geh halt weg. Hallo? Nimm dir mir einfach den Fisch weg. Den Bumerang. So, ich kann ja hier so rein. Dann kriege ich den hier. Ah, Mist. Ich hab da was vergessen. Da war eine Wand. Ah, es muss also... Okay. Okay, ich muss da durchmanövrieren. Okay, gut, kriegen wir hin. So, die Sache ist aber jetzt halt die, da durchzukommen. Ach, geh weg! Ja, das halt, das hat Kacke. Wie soll ich denn da durchkommen? Geht das oder ist das ein Tor? Alter. Oh, wir können auch mal den Weg hier gehen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das wollte ich nicht. Ach, jetzt ist hier. Ah. Ah, Mist. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ja, hier bräuchte ich den immer noch. Uff. Wait! Lul? Okay. Ich wollte gerade fragen, sind wir in der Subworld oder sind wir in dem Level, wo an dem Ende das Ziel sein muss? Weil dann hätte ich mich gesagt, ist hier das Ziel. Weil der Screen nicht mehr weitergegangen ist. Okay. Ich gebe mal nichts. Ich weiß nicht, ob es ein Troll-Level sein sollte, so eine Mischung. Es waren so ein paar komische Sachen. Aber es hat... Vielleicht hat er sich auch anders gedacht, weil da ja teilweise die Objekte vorher waren. Ich weiß es nicht. Random. Random. Spielen wir Random. Oh, wir haben eine Stunde. Huch. Ja, vielleicht spielen wir auch nicht mehr random. Oh nee. Das ist Pick-a-Pipe. Geil.
Okay. Die hier ist es. Okay, aber man stirbt nicht, wenn man die falsche hat. Das ist cool. Aber ich habe wirklich ganz schön lang gebraucht, um die richtige zu finden. Okay. Als hätte ich jetzt Glücksspiel gespielt, wäre das nicht so schlau. Okay, hi. Wäre das nicht so cool gewesen. Nehmen wir doch mal die Tür hier mit. Gehen wir die Tür rein. Nehmen wir den Stern mit. Ja, das war blöd. Okay, never mind. Oh, das ist Ziel. Lul. Okay. Ja, dann. Schließen wir es halt ab. Yay. Eins machen wir noch. Bosskampf. Okay. Un entraînement volant. Besiege alle Miauser und erreiche das Ziel. Oh nein, Miauser mit Katzensuit oder was? Please no. Mal so was Freundlicheres als nur. Oh mein Gott! Als nur Miauser mit Katzensuit zu besiegen. Das Ding ist, es gibt halt, weil es eine Zielbedingung ist, kein Checkpoint. Ne? Das heißt, den Anfang hier muss man immer wieder mal. Ah, da ist eine Tür. Da ist eine Tür und da ist eine Röhre. Erste Tür. Das war's komplett. Aber der Weg ist ja schon offen, also alles kein Thema. Gehen wir halt in die Röhre. Ah, Miauser mit Blume. Die ich erstmal bekommen muss. Ah, nice. Ah, nice, du kommst halt gar nicht an die Blume ran. Ah, lul. Ah, lul. Ach, hier oben ist auch eine. Das dauert jetzt eine Weile. Oh shit. Oh mein Gott. Okay, ich bleib hier oben. Es dauert jetzt zwar 3 Jahre, aber ich bleib einfach hier. Alter, ich treffe ihn nicht mehr, ne? Okay, wir machen das anders. Das Ding ist aber, er kann nichts anderes machen als das. Er kann jetzt nicht anfangen, hier rumzuklettern. Also ich kann ihn von hier oben einfach abschießen. Okay. Wie
kommt man auf so eine Idee? Vor allem, wer spielt das? Denkt sich, oh, das hat voll Spaß gemacht, das Level lade ich hoch. Also. Ja, wait. Ah, kann ich hier unten die Röhre vielleicht rein? Ach so. Ich bin unten rausgekommen. Ja. Hab nicht nachgedacht. Alles gut. Alles gut. Juhu. So viele Erster. Immer 8 Leute versucht. Warum denn immer 8? Warum denn nie 9? Hä? Warum sind es immer genau 8, die es versucht haben? Da war kein einziger 9 dabei, kann das? Es sind immer 8. Warum? Interessant, okay. Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich hier alle einstelle? Was kriege ich dann? Entschuldigung für Ergebnisse. Alles klar. I'm the Hot Garbage Man. Ganz aktuell vom 2.7. Oh no! Ist halt sein Ernst, ne? Das heißt, es geht jetzt 3 Jahre erstmal durch Röhren. Und danach ist Pikador, haben wir schon gesehen. Ich werde es nicht spielen. Ich möchte nur einmal ans Ende kommen. Gesehen, da sind 3 Türen. 3 Türen, die ins Nichts führen, eine Tür, die zum Ziel führt und man kann sogar noch davor sterben. So. Danke fürs Zuschauen und tschüss.